Hallo und herzlich willkommen zu Internet Stream. Heute gibt es ein bisschen Trash Talk und zwar mit dem Pablo zusammen, den treuen Jungen an meiner Seite. Und zwar geht es um das Thema, es war ein Tag, ich muss mal überlegen, warte mal, das ist schon ein paar Wochen zurück, ich hatte bloß keine Zeit, wieder dieses scheiß Video zu schneiden. Ihr kennt mich, kein Bock zu schnibbeln. Und dann war es so gewesen. Wir wollten Euro Truck Simulator fahren und auf einmal war da Stau. Und jetzt kommt das, was ich euch jetzt zeige. Die Nacht jetzt, die jetzt war, um 2 Uhr nachts, glaube ich, war ja Sonys Vorstellung auf der CES in Las Vegas. Alle haben ja gehofft, dass sie die PlayStation 5 vorstellen, haben sie aber nicht gemacht. Die haben einfach ein Elektroauto vorgestellt, Digga. Sony und Elektroauto, Digga. Ich werde jetzt eine Runde fahren. Aber also mit sowas, da kannst du, das mache ich, das schreibe ich mal auf. Das ist einer der Themen, die man dann, wenn es losgeht, bereden kann in diesen Streams. Der ewige Krieg. Konsolenkrieg, Alter. 4K oder 2K. Der ewige Krieg, Konsolenkrieg, ja. Ja, okay, dann weiß ich jetzt Bescheid, dass das alles nur ein bisschen Marketing ist. Ja, also. Alter, was ist denn hier los? So ne. Na toll. Dadurch verspäte ich mich jetzt wieder. Krass, Alter. Hubschrauber-Einsatz. Oh, Scheiße, ich muss Handy runter machen, sonst kriegt die Anzeige. Also, die war auch viel zu früh, ne? Ja. Alexa, schalte Schreibtisch aus. Okay. Dankeschön. So. Man darf keine Videos von Unfällen machen, naja. Nein. Jetzt verspätest du dich. Schön im Stau stehen. Wirklich, ich würde niemals filmen, Alter. Ich finde das ja selber Bescheid. Ich mache das ja hier bloß in der Simulation. Ey, aber ich stehe hier immer noch. Ey, wann fliegt denn der mal weg, der scheiß Hubschrauber? Alter, ich glaube, mal Real Talk, wenn ich in so einer Situation wäre wie jetzt, ich stehe immer noch, ich weiß nicht, was die da machen. Vorne, die stehen irgendwie an der Motorhaube und nichts passiert. Hoffentlich ist das jetzt nicht um Bug. Schon krass, was da für Bestrafungen aufkommen, wenn du erwischt wirst. Das würde ich dir nicht empfehlen. Auf jeden Fall nicht in echt. Aber ich muss ja mal bedenken, ja, als LKW-Fahrer. Überlege, ob ich jetzt den Blinker setze und einfach vorbeifahre. Ob ich jetzt ein Assi bin. Passiert da was, wenn ich jetzt vorbeifahre? Du hast ja schon ein bisschen mehr Stunden auf dem Buckel als ich. Krieg ich mal hier Geldstrafe oder was? Ich überlege, ob ich einfach Blinker setze und einfach rumfahre. Ich habe das Gefühl, es ist ein Bug. Kann doch hier nicht 10 Stunden warten jetzt auf die Scheiße, bis die wegfliegt. Ja, ist dann schon Polizei oder so da? Weil im Video sehe ich ja nur Feuerwehr. Also ich würde einfach mal ausprobieren. Ich weiß das auch nicht, was passieren würde, wenn du einfach vorbeifährst. Ey, ich fahr da jetzt einfach vorbei. Schnauze voll. Ich probiere das jetzt einfach. Erster Gang. Vorsichtig, man muss ja auch wirklich in den Spiegel gucken. Oh, das würde niemals klappen. Das würde niemals klappen. Geht nicht. Kein Platz. Fuck. Zu wenig Platz. Ich hab's probiert. Krass, gucken wir mal raus. Nee, ist blockiert. Ich kann nicht. Guck mal, ich kann kein Gas geben. Obwohl ich Gas gebe, ist blockiert. Krass. Jetzt kann ich mich aber auf eine Konventionalstrafe einstellen. Fuck. Fuck, ich starte das Spiel neu. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Es dauert zu lange, Alter. Hier kommt keine Sau, Alter. Ich stehe hier einfach sinnlos. Ja, muss warten, bis die Polizei kommt. Die sperrt dann ab und dann kannst du fahren. Nein, ich würde mal einfach neu starten, mal sehen, was passiert. Also ich starte jetzt mal das Spiel neu. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist ein Bug. Als ob irgendwas gecrashed ist im System. Das ist verdächtig. Das dauert doch hier. Wir wissen ja, dass die Strecken von Truck Simulator ein bisschen kleiner sind. Weißt du, also wenn du nach Hamburg fährst, dauert ja nicht wirklich dann 3 Stunden. Sondern so 1 Kilometer sind 5 Minuten. Nee, nicht mal. 30 Sekunden. Aber jetzt hier, irgendwas ist schief. Ich starte jetzt mal neu. Mal sehen, ob der Unfall weg ist. Weil hat er an der Stelle gespeichert. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Also. Wenn ich das jetzt so sehe. Jetzt hat sich die gesamte Situation komplett verändert. Hauptsache Unfall. Ja, die stehen da alle so rum. Ja. Hat gebrochen. Jetzt brennt da so ein Auflieger. Ja, da musst du wohl warten. Und daraus wird. Vor ein paar Minuten hast du noch gesagt, aber mal eine chillige Runde in Euro Truck Simulator gefahren. Ja, ganz
jetzt knicken die schön die Runde, ne? Schön im Stau stehen und einen Unfall angucken. Schön. Super. Freut mich. Ich habe jetzt richtig Schadenfreunde mit dir. Wenn man nach der Simulation geht, ich muss schlafen, ich muss tanken und ich warte. Das ist doch, besser geht's nicht. Wenn ich jetzt auf der anderen Autobahnrichtung wäre und ich dich da sehe, also ich würde dann extra schön laut hupen, extra lange Lichthupe, alles drum und dran. Und ich kann hiermit, ich kann dann damit 90 durchrasen. Zack. Ey, ich würde hier eine gediegene Runde einfach mal fahren. Und jetzt artet das hier im Stress wie Arbeiten aus. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann mir so einen richtigen Truckfahrer richtig vorstellen, was jetzt los ist, was jetzt Phase wäre. Da schwitzt du wie eine Sau, weil du hast Termine und musst hier abliefern. Und dann stehst du da erstmal 3 Stunden wegen so einem scheiß Unfall. Ich werde das Spiel jetzt mal im normalen Modus starten, also jetzt nicht im Online-Modus, weil das ist definitiv ein Bug. Das kann doch nicht wahr sein, seit wir reden, dass hier nichts passiert. Weißt du, ich meine? Das kann doch nicht sein. Und hinter mir kommt keine Sau. Alles frei, kein Stau, kein gar nichts. So was gibt es auf einer Autobahn nicht. Warte mal, wie viel Uhr haben wir es hier, Tag? 18 Uhr, also kurz vor 19 Uhr? Na, den Rückwärtsgang ein. Ich hör doch da irgendwas piepen. Bist du das oder was? Fährst du gerade Rückwärts im Stau? Auf einer Autobahn? Oh, dann gibt's eine Geldstrafe, Mensch. Versuch, also ich weiß nicht, ich hatte das nämlich auch noch nie, so mit Unfall oder so. Ich hatte nur mal einen Unfall, das aber schon abgesperrt war von der Polizei. Also da war nur noch eine Dings frei, eine Fahrspur. Und dann musste man halt ganz auf der ganz rechten Fahrspur musste man dann fahren. Also theoretisch auf der Dings. Auf den Seitenstreifen musste man dann fahren. Weißt du, es war dann extra abgesperrt von der Polizei. Und dann konnte man direkt fahren. Also war halt nicht wirklich Stau. War halt nur zuerst Stop and Go. Und dann halt kam das. Und dann, ja, also nicht sowas wie bei dir, wo man gar nicht mehr vorbeifährt. Weiß ich nicht. Hab nur den Rückwärts. Der Rückwärtsgang war drin und die Handbremse war lange. Jetzt habe ich gerade nochmal gestartet und schon wieder stand da der blöde Hubschrauber, aber diesmal waren die Autos weg. Hätte ich das gewusst, hätte ich angeschmissen, hätte ein Video gemacht. Das ist ja hier reinstes Met. Das ist ja hier reinstes Met. Ach man, ja, dann musst du halt warten jetzt, ne? Mach Livestream. Ich fahre heute Euro Truck Simulator und stehe im Stau. Jetzt wo ich Kamera. Ja, guckt er schon so. Hey, ich will beobachten jetzt. Ey, das ist echt blöd, dass man da einfach nicht fahren kann. Dreh einfach schnell um und mach Geisterfahrer. Mach auf Geisterfahrer und nimm die nächste Ausfahrt und dann umfahr den Unfall. Über Land. Alter, genau! Ja, jetzt fängt er nämlich hier schon an, alter Sekundenschlafskrieg. Ich koppel einfach diese scheiß Karre ab und dreh um. Ey, ich fahr mal einen Kreis. Gute Idee. Also einmal nächste Ausfahrt wieder hoch und runter und mal sehen, ob ich wieder andocken kann, weißt du? Ey, krass, jetzt werden wir hier richtig kriminell. Bin jetzt andersrum gefahren. Jetzt guck mal, was jetzt hier passiert. Ja, jawohl. Weißt du, die anderen Autos, deswegen sind hinter dir keine Autos, weil da hinter dir abgesperrt wurde und die anderen Autos dürfen da abfahren. Ah, jetzt leuchtet das alles ein. Aha. Und du darfst da nicht abfahren, oder was? Du bist da jetzt eingesperrt, oder wie? Ich habe meinen Server gewechselt und jetzt komme ich endlich durch. Weil du bist ja auch eingesperrt gewesen, ne, die Arschgeigen da. Die haben hinter dir zugemacht und vor dir war ein Unfall, Alter. Was ist denn da los, ey? Arschloch. Hab aber hier richtig schön Geldstrafen einkassiert, wa? 3x 80 Euro wegen verkehrte Richtung fahren, Lenkzeitverstoß, also hat sich schon ganz schön summiert gerade. Echt Pisse. Jetzt krieg ich wahrscheinlich noch eine Rübe, weil ich zu spät komme.